Oh yeah. Ah, Leute, setzt euch hin. Ich hoffe, ihr habt euch schon ein Platz hier in Risky Reels reserviert, ne? Weil das wird hier rappelvoll. Das wird das größte Kino überhaupt sein mit Millionen von Spielern und... Ja. Ah, das dauert doch so lange. Es ist noch so eine lange Wartezeit. Aber wenigstens haben wir schon Stufe 3 von Risky Reels bekommen, Leute. Jetzt ist Risky Reels in seiner aktuellen letzten Phase. Ne? Wir haben die Bagger. Die Autos sind schon weggeräumt. Wo ist überhaupt das Auto, was die ganzen Autos weggeräumt hat? Er ist schon geflüchtet, ne? Der Laster ist weg, Leute. Als ob man hier in Brasilien wäre, in Rio oder sowas. Ne? Aber zack, Autos auf den Laster und weg bist du. Da, dein Auto wird mal eben abgeschleppt, ob du willst oder nicht. Aber soll hier abgeschleppt werden, Leute? Wir warten hier auf ein wunderschönes Event. Und ich kann abwarten. Es wird eine wirklich schöne Woche. In diesem Sinne, Leute, so, lassen wir mal das mit der Sonnenbrille. In diesem Sinne, Leute, eine neue schöne Woche hat angefangen. Und ich möchte mal einmal Dankeschön sagen für die ganzen lieben Grüße zum Advent. Ne, auf den sozialen Medien wie Twitter und Instagram habt ihr mir so viel gepostet. Auch gestern unter dem Video, ne? Frohen zweiten Advent gewünscht. Und mega krass, Leute. Ich feiere das, dass wir einfach hier eine so coole Community haben und das Ganze hier gemeinsam mitfiebern können. Und natürlich, wenn ihr nicht so aktiv seid, Leute, solltet ihr euch immer noch das Datum aufschrauben. 14. Dezember ist das Live-Event. Da ich helfe euch ein bisschen. Leute, ihr wisst Bescheid. Ich helfe euch immer, ne? Wenn ihr versucht, euch ja immer zu helfen, deswegen helfe ich euch ein bisschen. Deswegen sagen wir mal, hey Siri, mach eine Erinnerung für den 14.12. um 17 Uhr Stemplay Livestream schauen. Okay, deine Erinnerung wurde eingestellt für Samstag um 17 Uhr. Sehr schön. Okay, Alexa, mach eine Erinnerung für den 14.12. um 17 Uhr Stemplay Livestream schauen. 17 Uhr. Die hat 16 verstanden. Bist du retardet oder was? Alexa, erinnere mich am 14.12. um 17 Uhr Stemplay Livestream schauen. Ey, rede ich ja nuschelig oder was? 17 Uhr. Die hat morgen gesagt? Ey, will die mich mobben? Ihr hört die nicht, ne? Alexa! Erinnere mich am 14.12. um 17 Uhr Stemplay Livestream schauen. 17 Uhr. Danke! Geht doch, ey. Musst du direkt in die Augen schauen. Seht ihr, Leute? Mit den Augen kommunizieren. Okay, Google. Erinnere mich am 14.12. um 17 Uhr Stemplay Livestream schauen. Ich habe kein Google-Gerät, aber ich hoffe, eure Google-Geräte haben reagiert. Bixby brauchen wir nicht, Leute. Keine Sorge, benutze Bixby. Alright, ne? Easy peasy, Leute. Damit ihr auch Bescheid wisst. Wir fangen den Livestream früher an, natürlich bevor das Event anfängt, um mal richtig den Hype aufzudrehen, eine richtig schöne Party zu machen. Wir machen Community-Spiele und freuen uns auf ein wunderschönes Star Wars-Event. Ich habe auch ein paar interessante Sachen vorbereitet für ein Star Wars-Event. Bin mega gespannt auf den Film. Bin mega gespannt auf das Event. Und ich werde natürlich da auch in den Film reingehen und ihr auch, aber ich bin auch noch auf was anderes gespannt. Und wie gesagt, wir haben eine krasse Woche heute. Ich habe noch eine krassere tatsächlich. Eine 11.3, das neue große Winter-Update, endlich! Leute, endlich kommt das Update. Wann, wissen wir immer, wie immer nicht. Ne? Könnte Dienstag rauskommen, könnte Mittwoch rauskommen. Wird wahrscheinlich wieder irgendwo mitten in der Nacht angekündigt werden. Also für die Leute, die sich heute diese Woche krank schreiben, was ist hier im Busch los? Warum sind hier solche Pnöppel dran? Ne? Okay, da war was drinne. Na, die Leute, die krank sind, die freuen sich wahrscheinlich diese Woche auf ein wunderschönes Update. Natürlich wird es einen Livestream dazu geben, Leute. Und was in diesem Update drin ist, Leute? Nun, warum finde ich das nicht einfach selber raus? Na, bevor wir auf das Update warten, besuche ich tatsächlich Epic Games. Ich bin morgen bei Epic Games eingeladen. Ich werde zu denen fahren, hier in Deutschland nach Berlin. Werde ich da einmal lostuckern und werde mit denen ein bisschen quatschen, mir das Ganze anschauen, wo dieses ganze Zeug passiert und mal gucken, was sie da auf jeden Fall für Schund betreiben. Na, nicht, dass sie da irgendwie komische Sachen produzieren. Da bin ich mega gespannt drauf. Finde ich auf jeden Fall cool, dass ich da hinkommen kann. Und Leute, wisst ihr, was cool wäre? Nicht nur, dass ich da hingehe und ein paar Fragen stelle, sondern, dass ich eure Fragen mal mitnehme, ne? Ihr könnt gerne mal runter in die Kommentare ein paar Fragen schreiben, auch unter anderem wegen dem Gewinnspiel und so weiter, ne? Fragen, die ihr an Epic Games weiterleiten möchtet, ne? Die ihr gerne vielleicht beantworten möchtet. Am besten nicht sowas wie, kommt die Minty-Spitzhacke irgendwann in den Shop oder wann kommt endlich mal der Recon-Expert? Was wird wahrscheinlich keiner beantworten. Ich weiß auch nicht, ob ich da von den Innenräumen irgendwas aufnehmen kann. Ich weiß auch nicht, wie viele Fragen die beantworten werden. Ich weiß auch nicht, ob diese Fragen ich auch, sag ich mal,
stellen darf und, ne? Aber hey, wenn ich schon da hingehe, dann nehme ich einfach mal die Liste mit. Und wenn es geht, dann werde ich die auf jeden Fall, sag ich mal, die fragen. Und wenn die beantworten, dann ist es umso besser. Vielleicht kriegen wir so schon die ersten würzigen Infos, Leute, für die neue Season oder so, die im Februar startet. Ne, dann kriegen wir vielleicht auch die ersten schönen Informationen, wann das Update rauskommt. Oder wann das Live-Event startet und. Ah, mal gucken. Ich muss da auf jeden Fall tricky rangehen. Die werden wahrscheinlich nichts aus sich herauspressen lassen, ne? Aber da muss ich meine gesamten Menschenfähigkeiten einsetzen und da auf jeden Fall mit den Augen kommunizieren. So wie ich mit euch immer kommuniziere und tief in die Augen schaue, während ihr gerade so auf dem Klo sitzt oder im Bett oder in der Schule gerade heimlich so, ne? Und dann kichert, und dann denkt der Lehrer, ihr guckt euch den Schlong an. Ja, ich kommuniziere ja auch über die Augen, Leute. Ich zwinke euch zu, wenn ich was euch mitteile. Und genau das muss ich dann auch benutzen, wenn ich bei Epic Games bin. Zweimal zwinkern heißt ja, einmal zwinkern. Und dann kriege ich da vielleicht die saftigen Informationen raus. Wäre auf jeden Fall interessant. Aber bin mal gespannt. Hier ist das Ganze heu. Und ich werde dann natürlich auch einen Vlog produzieren, Leute. Machen wir dann vielleicht eine kleine Premiere draus? Weiß ich nicht. Bin mal gespannt. Hoffe, da kommt auf jeden Fall cooles Material zusammen und dann haben wir da einen wunderschönen Epic-Besuch. Ich bin mega gespannt, ich freue mich drauf. Ja, und diese Woche, und gesagt, deswegen wird diese Woche krass. Live-Event, Epic-Besuch, Update, Winter-Update, Weihnachtssachen, Wintersachen. Holt euch Popcorn, holt euch was zu snacken, Leute. Es wird eine schöne Zeit.